Hallo Leute, willkommen zur Fortsetzung unseres Let's Plays von Resident Evil 2. So, im letzten Part. Was haben wir im letzten Part gemacht? Naja. Na, im letzten Part. Was haben wir im letzten Part gemacht? Eigentlich gar nichts. Nein, wirklich, wir haben absolut gar nichts gemacht. Ah, der Schlüssel ist, glaube ich, drin. Also, okay, ehrlich gesagt, wir haben im nächsten Part nichts gemacht. Wir haben ein paar Zombies gekühlt. Uns ist dieses Viech von William begegnet, wollte uns durch das Dach der Seilbahn killen. Hier liegt übrigens Magnum-Munition. So. Und hier hängt der Schlüssel, den wir brauchen, um das Ding in Gang zu setzen. Beziehungsweise die Drehscheibe. So wie es aussieht, schaffe ich das Spiel nicht unter 3 Stunden. Leider. Mein Rekord, glaube ich, war bei 2 Stunden und 18 Minuten oder so. Bin mir jetzt nicht sicher. Und dann ist es auch 3 Stunden lang. Beep, 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 beep. Genau. So, rein mit euch, ihr Süßen. Da bin ich schon mal gespannt. Ich hätte vielleicht doch die Magnum nehmen sollen. Naja, ist jetzt sehr zu spät. Das Spezialgewehr endet. Oh mein Gott. Ja, oder? Autsch. Scheiße, hat Ada erwischt. Ada, can you hear me? Come on, snap out of it! Ist sie tot? Nein, sie ist natürlich nicht tot. Sie ist bewusstlos. Nun gut, dann gehen wir schnell mal raus und... Oh oh. Puh, ich dachte ich kann. Ich bin jetzt voll über den Kopf gegangen. Sicherheitsstaffeln. In der Notfall schaltet sich das rote Licht an. Und der Zug von der Außen wird für eine begrenzte Zeit abgeriegelt. Kein Problem. Ich habe hier meinen... Boomstick dabei, wie Ash sagen würde. Oh, ach du Scheiße. Hat man dir gesagt, man soll nicht mit Gegenständen nach anderen Leuten werfen? Könntest sie verletzen? Wächst dir gerade ein zweiter Kopf nach? Also, du bist ja echt cool. Das ist nicht cool. Das heißt, du willst mich angreifen, du Pfeife. Scheiße, er hat mich getroffen. Zweimal. Ach du Scheiße. Oh, fuck, Mann. Fuck you! Ist der stark? Okay, ich hätte nicht gedacht, dass der so stark ist. Ich habe ihn ganz anders in Erinnerung. Schaut euch das an. Leon wird fast aus den Socken gerissen, ey. Wenn du aus dieser Spezialkanone schießt. Okay. Okay, ich habe dich diesmal unterschätzt. Das zweite Mal wird das mir nicht passieren. Krass, ey. Naja, ich hätte doch vielleicht. Ich habe aber immer den Kampf, glaube ich, mit dem Magnum bestritten. Ich habe viel längere Wege zwischen uns immer gelassen. Ach, das macht nichts. Ich habe das Spiel, glaube ich, nach 3 Jahren das erste Mal wieder, oder nach 2. Fällt mir jetzt nicht ein. So, jetzt sind wir endlich mit dem Lastenaufzug unten angekommen. Don't
die on. Ey, der schaut ziemlich schwer verletzt aus. Wake up. Come on. So. Jetzt sind wir im Labor angekommen. Welcome back. Willkommen. Hey, take it easy. We're inside Umbrella's secret lab. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wie bei dem Bosskampf heilen muss. Das ist so peinlich. Ich muss mich noch nie heilen. Naja, außer beim ersten Durchspielen. I told you, it's my job to look after you. But you'll be in danger if you stay with me. I know I've only known you for a short period of time, but I really enjoy being with you. Oh ja, ich bin auch wirklich gern mit... was? Bitte? Ich bin schwul, tut mir leid. Capable of caring about anyone, but I don't want to lose you. We're leaving this place together. Wait here for me. I'll be right back. So, gut, dann durchsuchen wir mal das Ganze hier. Hier haben wir einen Pflanzer. Hier haben wir Schrottmunition, sehr schön. Magnum-Munition, geil Sache. Hier wird bestimmt ein Farbband sein. Yep. Ja. Ich glaube nicht. Ich würde das Gewehr einfach mal durchgehend benutzen und zum Endkampf nehme ich die Magnum her. Nur 32 Schuss, ich brauche doch keinen 32 Schuss für den Endgegner. Verdammt, ey. Und außerdem habe ich dieses Baby noch. Tschüss, Pistole, ich werde dich für eine Weile weglegen. Die Munition. Ich habe noch mehr Munition im Ding. Alter, ich habe es total vergessen. Also ich habe überhaupt keinen Durchblick mehr. Wie viel Schuss habe ich hier? 45 Schuss. Geile Sache. So. Ich bin hier, glaube ich, gut geheilt. Schlüssel brauche ich nicht. Ich nehme einfach mal das mit. Sollte ich was kommen, dann noch Zombies. Aber jetzt noch nicht. Erst später. Ich muss jetzt, glaube ich, in den Killraum. Falls ich mich erinnere. Dahin. Ah ja, hier komme ich denn später erst hin. Da kann ich nur mit einer Schlüsselkarte. Hinter diesem Rollo da hinten, da ist ein, na, so ein Teil, was man nur in zwei Spieldurchgängen aufmachen kann. Da braucht man, muss man sich an so einem Computer zweimal als Gast anmelden oder irgendwie sowas. Hey, cool. Ein Hallspray. Ja, bei den niedrigen Temperaturen hat es nicht sofort noch funktioniert. Also das Spray meine ich. So, Sicherungsklammer. Sonst glaube ich hier nichts. Setz mal hier ein. Zack. Was macht diese Sicherung? Ein Tiefkühler. Aber ich glaube, das war gar nicht so gedacht, dass es hier so kühl sein sollte.
So geil, Hauptsicherung erhalten. Naja, ihr wisst, was passiert, wenn man die Energie einschaltet, oder? Das kennen wir ja aus Resident Evil, dem Film. Sobald man sie einschaltet, werden all die Zombies freigelassen, die in irgendwelchen Räumen zufälligerweise eingesperrt sind, weil die Türen elektronisch gesichert sind. Nicht wahr? Wobei ich von Resident Evil Filmen eigentlich nicht viel mit Resident Evil halte irgendwie. Ich hab's zwar alle gesehen und hab teilweise nicht auf DVD, aber ganz ehrlich gesagt, würde man die Sachen T-Virus, Umbrella und die Namen der Charaktere weglassen, könnte es jeder beliebige andere Zombie-Film sein. Also von daher. Hätte ich vielleicht doch nichts mitnehmen sollen. Passiert oder wie? Nee, mach ich nicht auf. Von der anderen Seite verschlossen. Ah, in 5 Minuten ist Partende. Okay. Ach. Brauche ich nicht, das kenne ich auswendig. Was gibt's im Schrank? Ein Flammenwerfer. Super. Zu was benutze ich den Flammenwerfer? Auf der Konsole steht Gas-Sprinkleranlage. Wollen Sie den Schalter? Nein, auf keinen Fall. Übrigens, das Gas, das BioW-Gas, macht die Pflanzen schwächer, aber dafür macht es die, ne? Na? Dafür macht es alle anderen stärker, wie zum Beispiel die Leica und so. Die werden natürlich automatisch stärker. Also, es lohnt sich überhaupt nicht. Ach ja, noch etwas. Hier hängt irgendwo ein Kittel. Ne, nicht hier, in dem nächsten Raum. Dafür brauche ich, glaube ich, die Schutzblende, weil da sind, glaube ich, ein paar Leica. Komm, kletter endlich. Und zack. Alter, du hältst 3 Schüsse aus diesem Ding aus? Ich kann dich wohl schon mit Ding vergleichen. Mit einem kleinen Boss oder wie? Farbband, nein. Auf keinen Fall. Toll. Was hat es jetzt gebracht, hierher zu kommen? Ich habe schon gedacht, ich bin umsonst hierher gekommen. Ich liebe diese Waffe. Jetzt brauche ich aber, glaube ich, für die Ivys einen Flammenwerfer. So. 2 Stück gleich. Okay, sind tot anscheinend. Boah, 44% verschwendet. Krass. Wahnsinn.
So, du bist auch tot. Okay. Scheiß auf euch. Runterklettern. Ich glaube, ich mache Part Ende, wenn ich bei der Kiste angekommen bin. Oh Mann. Selbstverständlich. Komm her. Oh, Scheiße. Boah, hab ich mich erschrocken. Boah, Alter. Das hab ich total vergessen. Komm schon. Nein! Oh, meine Fresse. Die Dinger sind echt hart. Hätte ich das PvGas angeschaltet, wäre es noch schlimmer gewesen. Okay, hier sind zwei und da oben sind zwei. Das heißt, ich könnte hier ganz gut überleben. Herzrasen. Am Computer kann ich mir, glaube ich, eine Karte runterladen. Genau. So. Ich speichere ich jetzt einfach mal, weil. Man weiß ja nie. So, Flammenwerfer lege ich ab. So, was nehme ich denn mit? Das da und das da. Ja, das muss auch irgendwann mal benutzt werden. Sicher. Das nehmen wir auch mit. So Leute, an dieser Stelle ist Partschluss. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Adios.